Ja, Nils, am Freitag geht's los. Freut man sich als Spieler, dass es endlich losgeht nach einer langen Vorbereitung? Ja, wir freuen uns riesig, muss ich sagen. Die Vorbereitung ging jetzt lang genug. Wir sind eingestimmt und auch eingespielt und wir brennen auf Freitag. Du bist ja der neue Kapitän der Mannschaft. Wie hast du die Info bekommen? Ja, der Trainer hatte mir das schon im Vorfeld oder hat er das angekündigt. Da haben wir schon Rücksprache gehalten, gerade vor der Vorbereitung schon, dass er sich das sehr gut vorstellen könnte. Wir haben uns jetzt als Mannschaft schon sehr gut gefunden, sehr gut auch schon weiterentwickelt, gerade in der Vorbereitung. Und jeder Spieler hat sich jetzt schon so seinen Platz erkämpft, sage ich mal. Der Zusammenhalt, muss ich sagen, ist auch sehr gut. Also der ist ähnlich wie in der Rückrunde der letzten Saison und deshalb habe ich ein sehr positives Gefühl auf den Freitag. Kommen da auch Fragen auf bei den neuen Spielern, die noch nie in so einem großen Stadion gespielt haben? Wie ist die Atmosphäre? Wie wird das sein? Muss man da schon mal das eine oder andere Mal beratend tätig sein? Ja, ich denke, das wird für den einen oder anderen Spieler schon was Neues sein oder eine neue Erfahrung. Das definitiv. Ich hoffe, dass die Spieler diesen Schwung, diesen positiven Schwung auch wirklich einfach mit in das Spiel nehmen und sich davon nicht irgendwie negativ beeinflussen lassen. Jetzt kommt Borussia Mönchengladbach 2. Das ist, glaube ich, schon mal direkt eine große Aufgabe zum Saisonstart, oder? Ja, absolut. Gerade, also Gladbach 2 ist immer irgendwie Anwärter auf den Titel. Aber da heißt es für uns einfach gegenzusteuern und ja, vielleicht auch am Freitag einfach mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Eigentlich geht man immer gerne mit einem positiven Ergebnis aus dem letzten Testspiel dann wirklich ins richtige Spiel in der Liga. Das war jetzt nicht so. Hat man nochmal über das Spiel gegen Frankfurt gesprochen? Ja, wir haben das Spiel analysiert. Klar war, dass der Trainer auch gerade in der ersten Halbzeit nicht einverstanden war mit unserer Leistung oder mit dem Auftreten. Ja, ich kann nur sagen, dass wir froh sind, dass uns das jetzt wirklich noch passiert ist im letzten Vorbereitungsspiel, dass wir die erste Halbzeit verschlafen haben. Und dass das jetzt quasi nochmal so ein Weckruf war für den Freitag hin. Das spürt man als Spieler, oder? Wenn der Trainer nicht so zufrieden ist? Ja, das merkt man auf jeden Fall schon, auch wenn das Spiel gerade noch läuft, dass der Trainer auf einmal ein bisschen leiser wird, auf einmal nichts mehr sagt, dann weiß man schon, dass er nicht ganz so einverstanden ist mit der Leistung von uns. Was nimmt ihr euch vor jetzt für Freitag und warum lohnt es sich für die Fans, zum Eröffnungsspiel zu kommen? Ich kann nur sagen, dass jeder Spieler wirklich zu 100% wirklich brennt auf dieses Spiel am Freitag. Jeder wird sein Trikot zerreißen, denke ich, auch gerade für die Fans. Wir wollen dem Verein und den Fans einfach was zurückgeben, dass sie auch gerade in so einer schweren Zeit wie in einer Insolvenz einfach zu uns stehen. Das wurde uns ja über die sozialen Medien jetzt immer häufiger bestätigt. Ja, da freuen wir uns einfach nur, dann wirklich noch vor so einem großen Publikum dann einfach spielen zu können.